Maybe? Possibly? I don't know. Da hinten sagt das! Da hinten sagt das! Seht ihr es? Da hinten sagt das! Okay, jetzt muss ich aufpassen. Vielleicht kann ich ja jetzt in den Kampf kommen. Das ist richtig. Aha. Hier, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig. Hä? Doch! Oh! Kampf gegen Arctos! Oh, das Theme! Okay, Psychoflug. Blütenwirbel sollte also ihn nicht killen. Nice. Das kann ich nochmal einsetzen. Boah, der Theme hypt mich. Alter. Heilige. Ich habe wirklich auf einen Remake von Kanto Battle Theme gehofft, aber das hier? Auch nicht schlecht. Ich kann jetzt gar nicht mal wirklich enttäuscht sein darüber, weil der Theme gar nicht mal so schlecht ist. So, bitte keine Crits, einfach ganz normal. Ah, obwohl ein Crit wäre gut gewesen. Noch einmal noch, einmal noch. Müsste reichen. Eisiger Blick. Nein, nicht eisiger Blick. Nein. Alter, wenn ich das Ding habe. Wow. Dann werde ich glücklich sein, wenn ich das Ding habe. Aber das sind Roaming-Pokémon und ich hasse es, solche Pokémon zu fangen. Ich darf jetzt nichts falsch machen. Corona überlebt ganz viel. Und ich will jetzt versuchen zu fangen. Ich hoffe, die Chancen sind nicht allzu hoch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das schneiden werde. Ich war nämlich gerade eigentlich auf der Suche nach Caracium Bo. Wie heißt es? Wie sind die? Fuck. Viridium. Caracium und das andere Ding. Und dann auf einmal sehe ich Arctos dort hinten und ich habe das Rätsel geschafft. Heißt das, man kann die einfach so bekommen? Man muss nur das Rätsel von denen verstehen? Arctos einfach gucken, welches das Richtige von den dreien ist. Aber er existiert nicht nur an dem Ort, der ist irgendwie an drei verschiedenen Orten, glaube ich. An ganz Schneeland. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, kann man schon sagen, hier. Das gerade auch mega random kommt, der Kampf hier gegen Arctos. Ich weiß gar nicht, wie ich das schneiden soll. Der Theme ist nicht schlecht. Genauso wie der von Kuronospa, aber beides sind das so Themes. Ich weiß nicht, ob ich mir die privat so anhören will. Ich gehe halt lieber down, als dass ich jetzt nicht gefangen versuche, heute probieren. Wie soll jetzt auf einmal gar nicht mehr? Was soll das? Oh. Aber er lässt mich leben. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich heilen soll? Hm, ich heile mich mal. Warum nicht? Je nachdem, egal wie ich es schneide. Ich bin sowieso auf der Suche nach 6 verschiedenen Pokémon. Alles Legis, alles muss ich fangen. Und das wird nicht einfach! Und das sind Legis! Ich würde ja gerne noch mehr schwächen, aber mehr als das ist risky. Oh, ich werde meinen Meister aber nicht schmeißen für dich. Nein! Nein, das werde ich nicht. Ach, dann bin ich halt tot. Ist mir egal, bin ich lieber tot, als dass ich jetzt meinen Meisterball verschwende für das Ding. Pikachu könnte Damage machen. Pikachu ist ein Damage Maker für Legis. Bitte?
Slam, ich trau mich nichts. Ah, ist sowieso schneller als ich. Ah, ging daneben. Slam. Okay, Slam. Ah, er verwirrt mich. Okay, Slam. Okay, nice. Okay, war die richtige Entscheidung. Yes, 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 Pokéball. Hyperball, besser. Komm schon. Eisiger Blick, nein! Da! Ich überleb's. Ich bin aber eingefroren. Ist egal, ich will sowieso nicht angreifen. Ich hab einfach AFK da. Fangen wegen nebenbei das Arktos. Wenn es mal bleibt! Also ich habe das Gefühl, die drei Vögel sind viel schwieriger als die drei Musketiere. Wo es eigentlich vier gibt. Aber ich weiß nicht, ob es Keldeo gibt oder nicht. Ich war ja wie gesagt noch auf der Suche nach denen. Und dann kam er. Das ist mich am Arsch. Und das Ding nimmt mich gerade auseinander. Aber mehr Schwächen kann ich halt wirklich nicht. Aber ich denke mal schon, dass man die besiegen kann und die kommen wieder. Weil das wäre schon echt lame. Scheiße. Das sieht cool aus. Piep, 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 piep. Na, einfach wieder weiter Hyperbälle, Hyperbälle, Hyperbälle. Irgendwann muss es reichen. Ich krieg Aggression bei dem Ding. Bleib drin, Mann! Bleib drin! Der Part vom Lieb ist ein bisschen Gameboy-like. Hat zumindest gerade so angehört. Ja, ich bin tot. Hä? Kann das Ding die Attacke nicht nur 5-mal oder so einsetzen? Internet überlebt? Cool. Übern fehlgeschlagen. Bleib drin, Mann! Der verarscht mich. Das ist schuld. Das ist schuld mit mir. He is trolling me. Bleib drin, Mann! Eins. Zwei. Drei. Yes! Gotcha! Hehehehe. Da wird jemand auf mich stolz sein. Hab ich dich. Dieses als Arktos bekannte Pokémon feuert einen Strahl ab, der seinen Gegner bewegungsunfähig macht, als wäre er zu Eis erstarrt. Oh, du kommst sowas von schön in mein Team rein, mein Freund. Ja, keine Ahnung. Mach Moloso raus, keine Ahnung. Nein, nicht im Beutel. Oh, egal. Du hast Arktos gefangen, eines der legendären Vogel-Pokémon aus den Notizen. Du vermerkst den Stand der Dinge in den legendären Notizen 3. Das orange Pokémon flitzt, achso, naja. Arktos fing ich in den Kronenschnee landen. Bip, bip, bip. Hey, ich bin's, Peony. Wie kommst du mit der Expedition voran? Wie bitte? Du bist dem legendären Pokémon Arktos begegnet? Im Ernst? Tahaha, super nice, echt eine starke Leistung. Dann mach dich mal dran, auch noch die anderen Vogel-Pokémon aufzuspüren. Klar. Hier gibt es Zapdos. Dort hinten seht ihr ihn. Und jetzt, schnell, 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 schnell. Ich vermute mal, man muss ihn einfach überholen. Aber wissen tue ich natürlich nicht. Ist ja nicht so, als hätte ich ihn irgendwie schon mal gefangen oder so. Vielleicht den Weg abschneiden? Ups. Das kann sein, dass man den einfach überholen muss oder den Weg abschneiden muss. Aber ihr seht ja, wie schnell der ist. Ich muss natürlich sagen, ich finde Zapdos am coolsten von den drei. Dann Arktos und dann halt Lavados. Aber ganz ehrlich, wie soll ich den fangen? Der rennt ja wie wild. Ja, ich ver... Oha, ist das klein. Ich vermute mal, einfach den Weg abschneiden, oder? Ich meine, schneller als so, wie ich gerade bin, kann ich halt nicht sein. Oh, jetzt schneide ich ihm den Weg ab. Jetzt schneide ich ihm den Weg ab. Nein, das Kiesling! Mein Gott, lass mich in Ruhe. Ich bin auf der Suche nach einem richtig legendären Pokémon.
Lass mich in Ruhe. Ich will die Vögel und dann will ich die ganzen Giganten. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Oh, ich bin ganz knapp gewesen. Habt ihr es gesehen? Wo rennt er hin? Hier nach links, nach rechts. Yes, ich hab's. Man muss einholen. Weg abschneiden. Zapdos. Oh, ist das cool. Kampfflug, soweit ich weiß. Oh, okay. Ich hoffe, Blutenwirbel killt nicht. Donnernder Tritt. Oh nein. Oh, gut. Na dann. Oh, Verteidigung sinkt. Alles klar. Okay, wir machen nicht viel damit. Das passt. Das ist gut. Das ist gut. Okay, Hype. Aber bei Lavados habe ich gar keine Ahnung. Ehrlich nicht. Ich habe übrigens bei beiden nicht nachgeschaut. Bei Arctos und Zapdos. Nicht nachgeschaut. Alles einfach so. Herausgefunden. Ja gut, gut. Arctos und Zapdos waren jetzt auch nicht die allerschwersten zum herausfinden, ganz ehrlich. So, ist ja nicht Typ Elektro, deshalb kann ich einen Talon reintun. Okay. Kehrtwende könnte ich versuchen. Ich versuche mal Kehrtwende. Weil das andere würde zu viel Damage machen. Ich glaube, Kehrtwende macht. Ach, viel zu wenig, aber. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Pika? Oder dein Kumpel Arctos ist. Ah, dann kämpfen wir wieder gegen uns nicht. Ich weiß nicht. Aua. Das tat weh. Oh! Das sehe ich gerne, mein Freund. Okay, einmal Slam kann ich auf jeden Fall noch machen. Geht auf jeden Fall noch fit. Bam! So, aber noch mein Slam geht gar nicht. Gegenschlag. Oh nein, ich bin tot. Volltreffer! Ja, ich fühle mich auch verarscht, Pikachu. Okay. Koro kann jetzt rein. So, und jetzt Bälle werfen. Ja, ich weiß, ich habe zwei Fähigkeiten. Ist ja okay. Hyperball! Komm schon, es gewinnt. Eins. Okay, einmal schon. Wir kommen näher. Ihr wisst, you know the drill. Schon. Eins. Einmal noch eins. Aber weiter kriege ich hier nicht down. Das wäre viel zu risky. Eins. Zwei. Drei. Oh yeah! Zapdos! Gala Zapdos! Nun auch in meiner Possession. Gehört mir ganz allein. Hehe, seine Beine sind so stark, dass es mit einem Tritt einen Kipppflaster. Okay. Pulverisieren kann. Angeblich soll es mit 300 km/h durch Gebirge rennen. Holy shit. Ab in mein Team, my boy. Talon, geh mal raus. Ich brauch Zapdos. Okay. Nice. Du hast Zapdos gefangen. Eines der legendären Vogel-Pokémon aus den Notizen. Zapdos fing ich in der Naturzone. Piep, piep, piep. Hey, ich bin's, Peony. Wie kommst du mit der Expedition voran? Wie bitte? Du bist dem legendären Pokémon Zapdos begegnet? Im Ernst? Tahaha, super nice. Echte starke Leistung. Jetzt noch das letzte Vogel-Pokémon. Alrighty then. Was ich mit Zapdos, weil Lavados meine ich machen soll, weiß ich jetzt nicht. Ich folge ihm jetzt mal, so weit es geht. Aber keine Ahnung, was ich machen soll. Überholen kann er denn nicht auch noch mal schon wieder die Lösung sein? Also geht der Fick noch da? Nein, Felino! Oh! Ich weiß nicht, was ich bei dem machen soll. Vielleicht auch ein Rätsel?
Aber was für ein Rätsel. Was würde der denn machen? Vielleicht die Wege versperren? Können die mir vorschauen? Oh, er wartet sogar auf mich. Das ist nett. Na gut, ein bisschen nur. Aber ein bisschen. Ist immer noch mehr als nichts. Warte, fährt er gerade, rennt er gerade, fliegt er gerade Richtung Turm? Kann das sein? Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er weg, despawned. Scheiße. Ne, erstmal im Turm, erstmal im Turm. Nein! Oh, wo fliegt er hin? Muss ich ihn vielleicht die ganze Zeit verfolgen? Das könnte auch sein, dass ich ihn einfach nur folgen muss, irgendwann bis zur Sackgasse. Das können wir auch noch vorstellen. Okay, es soll auf jeden Fall schwimmen. Was? Wo ist er denn jetzt hin? Dort hinten zur Insel? Oder wohin? Ich sehe ihn nicht mehr. Oh nein, hier sind die Tuhaidos, ne? Doch, da hinten ist er. Ich sehe ihn, da hinten. Der despawnt zumindest nicht. Das ist nice. Doch, da ist ein Taido. Scheiße, ich dachte es mir schon. Hä? Wohin? Digga, wohin? Hallo? Du kannst nicht einfach mir nicht die Richtung ändern. Was soll das? Hier auf der Insel willst du sein? Nee. Alter, wo fliegt der hin? Ja, toll, hier ist Nebel. Kann ich ihn jetzt auch voll gut verfolgen. Ich muss auch was ganz anderes tun. Ja, wie lange ist denn der Nebel noch? Für immer oder wie? Folgt mich immer noch so ein Scheiß-Tuhaido, ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das gucke ich nach. Da habe ich echt keine Lust zu. Ja. Ich sehe nichts. Ich bin irgendwo im Nirgendwo und so ein Scheiß-Tuhaido verfolgt mich. Glaube ich. Ja, ich suche das, ich gucke das einfach nach. So, ich weiß nun übrigens, wie man Lavados fängt. Und zwar seht ihr hier Lavados dort gerade hinfliegen. Und alles, was ihr tun müsst, Lavados ist immer an der gleichen Stelle. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich ab diesem Punkt jetzt wieder zurückfliegen würde, würde Lavados immer noch dort sein und weiterfliegen. Was man machen muss, ist einfach Lavados ja, im richtigen Moment treffen. Lavados fliegt also gerade hier nach links. Okay, das weiß ich. Flieg also ein bisschen jetzt weiter nach oben. Dann müsste Lavados immer noch an der exakt gleichen Stelle dort hinten sein. Oder auch nicht. Doch. Hat geklappt. Nur das Ding fliegt schon ein bisschen weiter. Aber ich hab's geschafft. Wir haben es geschafft. War ein bisschen seltsam erklärt, aber basically einfach gucken, wo es hinfliegt und es versuchen, einzufangen. Oder hinterher zu jagen, wie auch immer. Das Ding ist Unlicht Feuer. Heißt, Bisaflor ist gerade in einer sehr unpassenden Stelle. Will ich es schwächen? Ich will es schwächen. Was kann ich zum Schwächen benutzen? Die Musik ist nice. Die Musik nice, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich versuche mit Arctos irgendwie eine Psycho-Attacke. Halt, ich will jetzt nicht so viel Damage machen. Versuch's mal. Lavados habe ich von vielen gehört, soll am schwersten sein von den drei zu bekommen. Welches davon macht am wenigsten Psycho-Klinge? Ich versuch mal Psycho-Klinge. Ach so, Psycho macht ja keinen. Ja, ich denk nicht mit. Man merkt's. Dann, was mache ich denn dann? Elektro könnte funktionieren. So, Ash Pikachu. Ja, ja, Tiefschlag. Ja, ja. Donnerblitz müsste eigentlich okay Damage machen. Ja, einmal noch und dann kann ich eigentlich schon Bälle schmeißen. Oh, ich habe vergessen, den Flottball zu werfen. Ich vergesse das immer. Oh, was? Oh. Oh, ich wollte eigentlich noch keine Bälle schmeißen. Ich bin das gerade alles noch gewöhnt. Von einem anderen Kampf.
Wie gesagt, ich nehme das alles hin und her auf. Basically bin ich einfach einen anderen Kampf gewöhnt, ganz viele Bälle zu schmeißen. Wutausbruch. Oh oh. Ja, schon klar, dass Pikachu nicht tankt. Aber ist doch eigentlich egal. So, Flottbar habe ich vergessen, leider. Ja. Ich habe eigentlich nichts anderes. Ich kann eigentlich nur Hyperbälle werfen. Und hoffen, dass es reicht. Also mit den anderen beiden Vögeln hatte ich jetzt nicht so viele Probleme. Mit den Musketieren hatte ich bisher nur bei Kelly ein Problem. Also Lavados, bitte. Beim Ball. So. Corona sollte eigentlich alles tanken. Ich weiß nicht, ob ich den Namen vielleicht noch ändern soll, weil ich will das Wort eigentlich gar nicht sagen. Aber ich meine, jetzt habe ich es so genannt. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob ich es noch umbenenne. Aber jetzt ist egal. Wir müssen Lavados fangen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, was für einen Kopf Gala Lavados hat. Ist ein sehr interessanter Kopf. Weiß nicht, ob ihr das seht, aber das sieht ein bisschen seltsam aus. Oh. Zweimal? Okay, wir kommen näher. Aua. One-Hit habe ich jetzt nicht erwartet. Blöd. Aber wahrscheinlich hat... Ach nee, warte, Lava, das ist nicht Feuer. Ach, ich bin dumm. Aber das Ding ist doch gar nicht Feuer. Das Ding ist Unlicht, Flug. Oh, ich bin so dumm. Deshalb macht ja auch... Oh, deshalb macht ja auch Elektro. Ja. Bleib bitte im Ball. Ich habe nichts zum Kommentieren. Wir sind mit der Folge fast fertig. Ich möchte nur noch Lavados fangen und dann war's das eigentlich. Nein, dreimal! Ah, ich hasse das! Ich hasse das! Ja, und genau wegen Flug ist halt auch dieser Flot trotzdem nicht geschützt. Aber soweit kann ich ja nicht denken. Irgendwer ist eigentlich egal, wer drin ist. Ich brauche nur irgendwer, der den Hintern frei hält. Während ich hier den Vogel fangen. Ach, Kacke. In meiner letzten Runde werde ich übrigens einfach den Tamaball werfen. So als letzter Ausweg. Habe ich auch bei Keldeo gemacht. Lustige Geschichte, Keldeo habe ich direkt vor Lavados hier aufgenommen. Wie gesagt, ich nehme alles hin und her auf, deshalb war ich auch noch ganz verwirrt, warum ich auf einmal doch den Hyperball geworfen habe, statt anzugreifen. Keldeo war auch ziemlich schwer, aber ist ja auch egal. Es gibt übrigens noch ein einziges, ein weiteres Pokémon, meine ich. Ein weiteres Pokémon, was man fangen kann, mystisches Pokémon. Ich guck mal, wann ich das zeige, vielleicht noch in dieser Folge. Ich weiß es gerade nicht. Kann sein, dass ich es in dieser Folge zeige. Kann sein, dass ich es nicht in dieser Folge zeige, sondern vielleicht in der Bonus-Episode. Ich muss mal schauen. Bleib drin! Nein! Du Sack! Bleib drin! Bleib drin, Mann! Yes! Woo! Ja, okay, ganz ehrlich. Die Vögel sind viel einfacher als Keldeo. Ich hatte gerade so viel Stress mit Keldeo. Ich habe das nur noch gerade im Kopf, dass ich es endlich geschafft habe. Und nun haben wir, ich glaube, die alle außer die Regis haben wir alle Legis, oder? Kann das sein? Außer die ganzen Regis haben wir alle Legis. Hat sich schon gereimt. Ups, nein, das war ich nicht. Nein, eine PC-Box. So, okay, Leute, das war dann die Jagd nach Lavados. Und allgemein nach den drei Vögeln. Du hast Lavados gefangen. Eines der legendären Vogel-Pokémon aus den Notizen. Lavados fing ich auf der Rüstungsinsel. Der Schatte Pioni bericht. Oh, stimmt. Da müssen wir ja noch hin. Dann mal lieber schnell hin. Hier hin.
So. Pioni, ich habe gute Neuigkeiten. Ah, Expeditionsleiterin. Na, wir gehen die Erkundungen voran. Die Legende der Vogel-Pokémon. Arktos. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Arktos gefangen? Super nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Das soll also das legendäre Pokémon Arktos sein, das Eis manipulieren kann. Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden, aber was soll diese seltsame Maske? Und von Kälte ist auch nicht viel zu spüren. Oh, aber dieser eiskalte Blick, da gefriert einem ja das Blut in den Adern. Ja, damit kommt es nahe genug an Arktos ran. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Gibt's sonst noch irgendwelche Legenden? Ja. Was sagst du da? Zapdos? Wow, geil! Das ist also das legendäre Zapdos, das Blitze kontrollieren kann? Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden, aber sind die Beine nicht etwas zu stämmig? Und von der elektrischer Spannung ist auch nicht viel zu spüren. Doch die gezackte Form seiner Flügel und dazu noch dieser lange Schnabel, das passt schon. Ja, das ist gut genug. Jop, und Lavros. Was sagst du, hast Lavros gefangen? Wow, episch! Das soll also das legendäre Pokémon Lavados sein, das Feuer manipulieren kann? Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden, aber es fühlt sich überhaupt nicht heiß an. Auf mich wirkt es eher wie ein ungehobelter Raufbold. Wobei, wenn man die Augen zusammenkneift, wirkt es fast so, als würde es lichterloh brennen. Ja, damit kommt es nah genug an Lavados ran. Diese Expedition könnte zur Folge verbuchen. Damit hast du mir alles zu den legendären Vogel-Pokémon aus Legendennotiz 3 berichtet. Nice, dann vermerke ich diese Expedition gleich mal als erledigt. Und nun gibt es nur noch die Legende der Giganten, die wir auch demnächst machen werden. Haut rein, Freunde! So. Und wie gesagt, von den drei finde ich Zapdos am besten, deshalb darf Zapdos jetzt in dem Outro oder in der Endcard hier dabei sein. So, ein kleiner Bonusclip für euch, und zwar hinten am Grabstein, wo die ganze Zeit nichts war, ist auf einmal ein Krippuk. Und ihr seht schon, dass ich online anhabe und der Typ natürlich jetzt genau in meinen Krippuk reinfahren musste. So, und die Frage ist bestimmt, wie kriegt man Krippuk? Ganz einfach, ihr habt ja gesehen, ich habe online an, ihr müsst online gekauft haben, damit ihr Zugang zu Krippuk habt. Meistens ist jetzt weiblich, ich weiß nicht, ob es immer weiblich ist. Und bevor ich jetzt anfange zu fangen, erstmal erklären, wie es funktioniert. Und zwar müsst ihr online haben, ihr müsst online anschalten und dann müsst ihr mit 32 verschiedenen Personen reden. Also es ist so ähnlich wie in Diamant, Perl, Platin, wo ihr in den Untergrund mit 32 verschiedenen Leuten reden musstet. Und genauso funktioniert es hier auch. Von vielen kriegt ihr auch meistens auch irgendwelche Sachen zum Kochen. Das ist auch ein Vorteil, falls ihr gerne in dem Spiel kocht. Und nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr einfach wieder zum Stein hin und dann müsste es hier da sein. Wenn es nicht da ist, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich genug hatte und es war nicht da, müsst ihr einfach nochmal irgendwo hinfliegen und dann nochmal dorthin fahren. Dann wird es auf jeden Fall respawnen. Und das Gute an dem Ding ist, das hat nur 100% Fangchance, so rum. Und ihr könnt einfach irgendwelchen Meme-Ball reinschmeißen und es wird gefangen. So, und ich gucke jetzt mal, welchen Ball ich reintue. Was wäre denn lustig? So, ich schmeiß jetzt einfach mal einen Luxusball. Ist sogar ein Superwurf. Ich glaube, das ist immer ein Superwurf. Ich weiß es nicht. Bin mir da jetzt nicht sicher, aber hat auf jeden Fall geklappt. Wenn bei euch auch ein Superwurf ist, dann wird es wohl bei jedem so sein, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich gerade so Glück hatte und da ein Superwurf kam. Und ja, so kriegt ihr ganz einfach Krippuk. Und in der nächsten Folge zeige ich euch dann das letzte besondere Pokémon von den dreien, die man hier bekommen kann. Und nun sagt die Tafel, meine Stimme wurde erhört.